Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute öffnen wir die Topps Stadium Chrome Box. Wir gucken uns die natürlich erstmal an, ohne diese Topps Logos und Preisschild. Wenn das hier mal funktioniert. Natürlich nicht. Oh, jetzt. Geil. Hat auch gut geklappt. So, gucken wir mal rein. Die habe ich mir da eben am Preisgerät für 40 Euro gekauft. Und ja, hoffen wir mal, dass da was Gutes drin ist. Das hier ist übrigens mein 100 Abonnenten-Special auf YouTube. Ich habe 100 Abonnenten geknackt. Ich danke euch vielmals. Drückt auch gerne hier unten auf den Abonnieren-Button, würde ich mich super, super, super drüber freuen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da mal rein und öffnen die mal, ne? Hier sind übrigens eine Numbered-Karte und 4 exklusive Blue Prism Refractor-Karten drin. Ich kenne mich so mit dieser gesamten Währung, sag ich mal, den gesamten Kram nicht so gut aus, deswegen kann ich es natürlich nicht sagen. Die Box sieht aber schön aus. Hier haben wir 10 Booster. Und da würde ich mal sagen, legen wir los. Sleeves und Toploader sind auch am Start. Gucken wir mal rein, dass wir vielleicht ja mal ein bisschen Glück haben. Gucken, ob die Kamera und so alles sitzt. Die haben wir auch schon. Oh, eine Emery-Karte, Rookie. Rookies legen wir mal hier hin. Oh, nehmen wir gleich mal die Base-Ronaldo-Karte. Die ist natürlich sehr schön. Dann eine Chiva, ich weiß nicht, nennt man das dann Refractor-Karte? Oh, das ist eine Numbered-Karte. Da haben wir direkt die Numbered-Karte gezogen. 100, die 95 zu 199. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Natürlich direkt gut im ersten Pack die beste Karte aus dem Pack zu ziehen. Aber vielleicht haben wir ja noch mal Glück. Dann hier Neymar Junior. Und hier noch eine. Was ist da? Hier noch eine Green. Weiß nicht, wie man das nennt. Keine Numbered Karte. Öffnen wir mal das nächste Pack. Haben wir gleich hier wieder Taro Long Rookie Karte, kommen hier auf den Rookie Stapel, dann hier Henrik Larsen, Lautaro Martinez, keine Ahnung wie man den ausspricht, Mattis Tell, immer cool, feiere ich, und hier die erste Blue Karte, oh, Iniesta, die ist natürlich sehr schön, das ist keine Numbered Karte, das sind alles immer Blue Karten. Blue Parallel Karten nennen die sich. Ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen alles. Ja, nehmen wir mal das nächste Pack. Machen wir mal. So auf, dass man nichts sieht. Dann haben wir gleich Patrick Kluivert. Dayson Madder, eine Jota-Karte von Celtic, wie er einen Schneeball in der Hand hat, auch witzig. Die Designs sind halt ganz cool. Petri immer nice. Und Christian Pulisic. Die Karten hinten sieht man hier so eine kleine Beschreibung und zum Spieler und so. Haben wir Rafael Leao,
von Atletico, von AC Milan. Dann hier nochmal den Schneeballman. Dann Pablo Torre als Rookie-Karte. Jude Bellingham, geil, die ist schön. Die nimmt man auf jeden Fall immer mit. Kann man auf jeden Fall mal zur Seite legen. Dann hier Marcel Dieselli, das ist auch anscheinend eine Legend-Karte. Und hier kommt die nächste Blue Refractor-Karte. Rico Lewis, eine Rookie-Karte. Natürlich auch sehr schön. Auch direkt gesleeved. Bisher bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden. Dann haben wir hier die nächste. Hier, Hakan Çalhanoğlu. Wer kennt ihn noch aus früheren Hamburger Zeiten? Dann Miretti von Juve. Mohamed Salah, eine Goal-Karte. Sieht ganz cool aus. Oh, eine Ronaldinho-Karte. Die ist auch sehr, 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 sehr schön. Und eine Mohamed Salah-Karte. Alles. Die sieht auch sehr, sehr, sehr schön aus. Stapel richtig zusammen. Wir haben noch 5 Packs, Hälfte ist rum. Wir können noch 2 Blue Parallel Karten ziehen. Die Numbered Karte haben wir dann halt im ersten Pack gezogen. Alejandro Garnacho, sorry, eine Rookie Karte. Dann Karim Benzema mit dem nicht mit der Ballon d'Or, sondern mit der Europa-Fußballer des Jahres. Könnt ihr mir mal sagen, warum die Trophäe so aussieht und ich sag mal, die andere dann natürlich so ein Fußball ist? Also so irgendwie. Dann als nächstes haben wir Alphonso Davies, Marcus Rashford und Luka Modric mit dem Champions League-Pokal. Der hat auch eine krasse Karriere hingelegt. So. Dann haben wir hier Heung-min Son, Gonçalo Ramos. Oh, eine schöne Goldkarte von Camavinga. Die ist nice. Die ist sehr nice. Dann Jorginho, Furuhashi und die nächste Blue Parallel ist Enzo Fernandes. Auch geil. Auch sehr, 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 sehr geil. Achso, können wir auch mal einen Sleeve tun. Also für 40 Euro bisher ist doch gar nicht so schlecht. Dann hier die nächste. Ich glaube, man hat gerade schon so ein bisschen was gesehen. Joshua Kimmich. Richtig nice. Dann Ansu Fati. Pablo Torre. Stefan Bajkovic und die Blue Parallel. Ach nee, ist keine Blue Parallel. Ist eine normale Base Messi. Oh lol. Ich dachte gerade, das wäre die letzte Blue Parallel Karte. Aber Messi nimmt man auch immer mit. Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland. Das sind alles mal Karten, die man immer schön mitnehmen kann. Auch wenn es Base Karten sind. So, da haben wir hier Thiago Silva. Tomiyasu, Olivier Giroud, Alvaro Rodriguez, Rookie-Karte, nächste Rookie-Karte, Hugo Ekitike, ich hoffe, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, und die nächste Blue Parallel ist, oh, auch eine Rookie-Karte, Carvalho, sieht auch schön aus. So, Last Pack Magic. Ich sag mal, ist ein schönes Produkt für den Preis. Kann man auf jeden Fall schön mitnehmen. So. Dalo Ferreira. Andrea
Skjeldrup, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Andreas Skjeldrup, auch eine Rookie-Karte. Eine Gold-Karte von Leroy Sané. Ökan Köksche Rookie-Karte. Und die letzte Karte ist eine Cody Kakbo-Karte, wie er zu Liverpool, wie er das Liverpool-Trikot hält. Ich würde sagen, war doch gar nicht so schlecht. Geil. Ich habe mal die Blue Parallel Karten nochmal raus. So. Hier sind die drei, die vier Blue Parallel Karten mit der Iniesta Karte. So, ist ganz nice. Und natürlich hier die Shiva Karte zu 199. Und nicht so schlecht. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dieses 100 Abonnenten Special hat euch gefallen. Abonniert mich doch gerne weiterhin, unterstützt mich, dann würde ich mich sehr, 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 sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und macht's sich gut, macht's besser.